Guten Morgen allerseits. Für die, die letzten Sonntag schon da waren, ich kann mir ja die 10 Gebote nicht so gut merken. Aus der Reihenfolge nach schon gar nicht. Wegen dem habe ich gedacht, dass ich in den Begrüssungen mal mit euch die 10 Gebote durchnehme. Und das letzte Mal haben wir ja schon das erste Gebot angeschaut zusammen. Sprich, Gott wird der Oberste sein. Du sollst keine anderen Götter neben Gott haben. Kann man sich ganz einfach merken. Das erste Gebot heisst, Gott wird deine Nummer 1 sein. Merkt ihr das Bild? Das zweite Gebot. Das zweite Gebot. Könnt ihr mir so die bringen? Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Als im ersten Teil steht, wir sollen uns nicht ein Bild machen von Götzen, von etwas, das wir anbeten wollen. Wir sollen uns nicht ein Bild von Gott machen. Und mir ist eine Geschichte in den Sinn gekommen zu dem. Und zwar hat ein kleines Mädchen zu ihren Eltern gesagt, Mami, Papi, ich tue Gott zeichnen. Er ist sein Zimmer. Es war lange still. Dann ist sie wieder rausgekommen mit einem Bild. Ist zu den Eltern her, hat ihnen das Bild gezeigt. Alles voll mit Farben. Das Mädchen hat alles gebraucht, was sie einfach gefunden hat in seinem Zimmer, um auf das Blatt Papier zu bringen. Zeigt es den Eltern, schaut es an und sagt, er hat einfach nicht Platz drauf. Und ich habe das Gefühl, das ist in diesem zweiten Gebot innen. Ganz fest drinnen, dass Gott nicht irgend in einen Bilderrahmen ich will gepresst werden, weil er schlichtweg zu gross ist. Das zweite Gebot, du wache über diese Bilder, die du dir von Gott machst und gang davon aus, er ist so, so, so viel grösser, als du dir kannst vorstellen. Und du das ab und zu deinen Problemen und Herausforderungen erzählen, dass sie auch ein bisschen Angst bekommen. Im zweiten Teil steht, wir sollen uns, oh nein, Entschuldigung, den brauche ich gar nicht, excuse, wieder führen gerne. Ja, du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Wir Schweizer leben ja nicht in einem Königreich. Also mit dem Verneigen, mit dem Verbeugen haben wir es eh nicht so. Wir sind uns das nicht gewohnt und schon gar nicht, tun wir Schweizer uns vor irgendetwas verbeugen. Und schon gar nicht vor den Herren zu Bern oder irgendwie so etwas. Das haben wir schon von den Grossvätern und Urgrosseltern je nachdem gehört. Wir Schweizer verbeugen uns nicht. Und merkt ihr, was passiert, wenn wir das sagen? Wir sind uns am Verbeugen. Vor unserem Ego. Vor uns selber sind wir uns am Verbeugen. Weil wir so intelligent sind und so schlau und Mühe haben mit Autorität. Und Gott sagt hier, ja, verbeugt euch vor niemandem und nichts, ausser vor mir. Und das ist der dritte Teil. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er sagt mit dem, ich bin nicht eifersüchtig wie dir Menschen. Ich beneide nicht, was dir hat. Ich habe nicht ein stolzes Problem. Gott ist eifersüchtig aus Liebe, aus pur lauterer Liebe, weil er weiss, niemand und nichts kann dir geben, was er dir geben kann. Wegen dem ist er eifersüchtig, aus Liebe zu dir. Wenn du dich fragst, wer ist denn Gott? Ich soll mir ja kein Bild machen, heisst es. Aber ich will mir ja schon ein bisschen vorstellen, wie der Gott ist. Wie will ich den anbeten? Wie will ich den gerne haben? Wenn ich die Erlaubnis nicht habe, mir ihn vorzustellen, dann mach es so, wie es Jesus sagt. Er sagt, wer der Vater will sehen, wer der Vater will lernen kennen, der muss einfach mehr anschauen, Jesus. Und dort möchte ich dir empfehlen, geh mal eins von den Evangelien lesen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Ist nicht einmal zentral, welches. Geh mal eins lesen und dann schauen, wer ist der Jesus. Weil er sagt dort, er ist wie sein Vater, er ist
Gott. Und dort bekommst du ganz, ganz ein deutliches Bild, wie das Gott als Mensch war, als er auf dieser Erde war. Wenn du ein gutes Buch lesen willst, dann kenne ich einen Mann, fähig gut. Der hat ein Buch geschrieben über Jesus, das heisst «Einfach Jesus». Ich liebe das Buch. Lies das. Übrigens, beides gibt es als Hörbuch. Du musst es nicht lesen. Du kannst es auch hören. Die Bibel kann man hören. Einfach Jesus kannst du hören. Und dort bekommst du ein Bild von Gott. Und vor dem Gott darfst du dich verbeugen. Den darfst du anbeten. Dem gehört und gebührt jegliche Ehre und Anbetung. Und das ist das, was wir heute am Sonntag machen. Für den Gott seid ihr aufgestanden, seid ihr daher gefahren. Schenkt ihr eure Zeit. Steht auf mit mir und ich bitte, dass das zweite Gebot in unserem Leben immer wieder darf Wahrheit sein. Jesus, merci viel, viel mal für alle Leute, die daher sind gekommen für dich. Du bist eine Nummer eins. Du bist der Oberste, du bist der Höchste Gott. Du liebst uns aus tiefstem Herzen. Wegen dem sagst du, ich bin ein Gott, der eifersüchtig ist. Es tut mir im Herzen weh, wenn ihr andere Sachen anbetet als mich. Sachen, die kleiner sind, niedriger sind. Sei es euer Ego, sei es materielle Sachen, sei es eure Leistung, euer Wissen, andere Menschen. Egal was, es gibt nichts, was höher ist als du. Und schenk uns ein Herz, das dich anbeten will. Ehrlich und echt. Schenk uns Demut und gib du uns ein Bild von dir, wie du wirklich bist. Ich bitte dich, dass du die falschen Bilder, die wir haben von dir, jetzt und hier wegnimmst. Dass du aufzeigst, wo wir ein falsches Bild von dir haben. Wo du böse bist, wo du ungerecht bist, wo du Leid zulässt und Freude hast, wenn wir leiden. Wo du streng bist und strafst. Du bist ein liebevoller Gott, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, aber du bist zu 100% gerecht. Und dir allein gehört alle Anbetung. Amen.